Er wird davon gar nichts mitbekommen, denn ich werde den Hubschrauber fliegen. Du? Ja, ich. Mit meinem Wissensanzug sollte das kein Problem sein. Ich bin schon Auto gefahren und habe Busse und Raumschiffe repariert. Da werde ich doch wohl einen Hubschrauber bedienen können. Oh je. Anna, deine Aufgabe wird es sein, unsichtbar den Schlüssel für den Helikopter aus der Rezeption zu holen. Verstanden. Finn, du ziehst die schwere Stahlkiste in das Becken im Delfinarium, sodass Klicker hineinschwimmen kann. Dafür musst du vorher den Deckel abmachen. Für den Transport von Klicker lassen wir die Box oben offen. Dann befestigst du die langen Seile an der Kiste. Okay. Jonas, du nimmst das andere Ende der Seile und fliegst nach oben zur offenen Dachkuppel. Wenn ich mit dem Helikopter komme, knotest du die Seile fest an die Kufen. Ich ziehe dann die Kiste raus und fliege sie zum Meer. Jonas, du fliegst mit und schneidest die Seile mit einem Messer durch, wenn wir über dem Wasser sind. Ich habe eins gesehen neben dem Eimer mit den Heringen, gleich am Eingang. Klicker kann dann aus der oben offenen Box einfach ins Freie schwimmen. Ich glaube, das ist der beste Plan, den du jemals entwickelt hast, Caro. Aber auch der gefährlichste. Der Hubschrauber wird einen hellen Lärm machen. Wir müssen schnell sein, bevor jemand kommt. Wir müssen es versuchen, Anna. Für Klicker. Also, heute Abend, ganz spät, schleichen wir uns mit unseren Anzügen heimlich aus unseren Zimmern. Aber wie kommen wir in das Gebäude rein? Der Trainer wird die Eingangstür bestimmt abgeschlossen haben. Dafür hätte ich auch schon einen Plan. Die vier Freunde trafen, wie verabredet, beim Acapulco-Felsen auf die Eltern von Jonas und Anna. Nachdem sie anschließend alle zusammen noch weitere Attraktionen im Wasserpark besucht hatten, beschlossen sie, in einem der Restaurants im Park zu Abend zu essen. Die Wahl fiel auf das Dschungelrestaurant. Es hatte eine große Terrasse, auf der man den angenehm lauen Abend genießen konnte. Hier sah es aus wie in einem Urwald. Zwischen den Tischen aus Bambus war die Terrasse mit Palmen und anderen großen Pflanzen dekoriert. Man konnte Schildkröten, Schlangen und große Spinnen in verschiedenen Terrarien bestaunen. Urwaldgeräusche schallten aus Lautsprechern und die Kellner trugen sogar Affenkostüme. Auch die Speisekarte war außergewöhnlich. Es gab zum Beispiel Grüngewächse für Vegetarier, den Gorilla-Burger oder Tarzans-Teller.